ich bin der Georg und ich spiele den David in V8. Ich bin die Maya und ich spiele den Luca in V8-2. Ich bin die Clara und ich spiele die Kiki Lilou im Film V8 hoch 2, Rache der Nidros. Ich bin der Samuel Jakob und ich spiele im Film V8, die Rache der Nidros, den Robin wieder. Die Burg ist aufgeflogen, als der David mit seinem Boliden, also ich, auf die Kartbahn gefahren ist. Und damit hat er halt quasi allen gezeigt, dass es diese Burg gibt. Dann fliehen sie auf den Drachenrücken und bauen sich dann da halt ihr Lager. Fangen an, auch Autos zu bauen, obwohl die Rennen mittlerweile verboten sind. Wozu sonst habe ich seit 3 Wochen an euren Karren geschraubt? Und ich habe sie wie einen Tarnkappenbomber lackiert. Und dann fahren sie halt. Und jetzt fahrt sie aus. Treibt sie ans Limit. Trainiert, als ging es dabei um die Burg. Und ich mache Küssen. Dafür musst du mich erstmal kriegen, David. Und dann tauchen halt plötzlich neben ihm die Nitrowagen auf und dann wird der Robin entführt. David und Kiki, das war eine Falle. Jetzt kommen die Nitros wieder und jetzt kommen sie aber nicht mehr in Türkis wieder, sondern in Pink. Wir kommen schon im ersten Teil vor. Da sitzen wir auf den Bobbycars mit Windeln und Schnullern und so. Und in Wirklichkeit sind die Nitros Mädchen. Und zwar ganz schön hübsche Mädchen. Die Nitros sind Mädchen. Venice. Ich habe so fantastisch geschlafen. Die leben hier in so einer Art Zirkushalle. Wir sind halt 3 Schwestern und wir sind halt ziemlich anders als normale Mädchen. Dann wollen ihn halt die Verachtler befreien. Ich zwinge dich zu nichts. Bleib einfach hier. Nur ein paar Tage. Robin, was machst du? Und er ist sich halt nicht so sicher. Und das ist so der Hauptkonflikt. Hör nicht auf sie. Das ist alles gelogen. Woher willst du das wissen? Weil er einerseits actionreich ist. Weil er richtig spannend ist, weil es eine ziemlich coole Story gibt. Und jeder soll da reingehen.